Super Mario Hacks und Mods sind fester Bestandteil meines Kanals, machen mir auch mega viel Spaß. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch für Abwechslung sorgen und deshalb spielen wir heute eine Mod, die nichts mit Super Mario zu tun hat, sondern stattdessen mit Banjo-Kazooie und, vielleicht hört man schon raus, richtig, The Legend of Zelda, um genauer zu sein, The Legend of Zelda The Wind Waker. Wir spielen hier nämlich Banjo-Kazooie The Beer Waker, was nichts mit Bier, dem Getränk zu tun hat, sondern Bär. Ich hoffe, das hat jeder verstanden. Genau, die beiden Welten werden miteinander konfrontiert. Banjo landet in der Welt von The Legend of Zelda The Wind Waker. Irgendwas ist mit Link passiert und wir versuchen jetzt herauszufinden, was da abgeht. Hier in diesem kleinen Kurzprojekt. Zwei Parts werden es voraussichtlich sein und wir starten jetzt. Yo, Kazooie, guck mal hier, ist ein neuer Mod am Start. Was hier wohl abgeht? Hey, neue Helden. Ich warte momentan auf Link, damit wir zusammen nach seiner Schwester suchen und den bösen Ganondorf besiegen. Aber ich habe Link jetzt schon länger nicht gesehen und irgendwie ist sein Haus zugesperrt mit einem Schlüssel. Naja, ist das so? Ja, okay, dann werden wir jetzt wohl Babysitter spielen müssen. Ja, also irgendwas Schlimmes ist passiert, glaube ich. Bitte findet Link und sagt ihm, dass ich hier auf ihn warte. Das Schicksal der Welt hängt von ihm ab. So, so. Na dann sollten wir mal nach Link suchen. Und nicht nur nach ihm, sondern auch Banjo-Kazooie typisch nach... Muss ich kurz ablesen? 200 Noten... 10 Mumbo-Schädel, 5 Jinjos, 10 Puzzleteile und 2 leere Honigwaben. Ich werde natürlich versuchen, diese kleine Mod hier zu 100% zusammen mit euch zu vervollständigen. Die ersten Noten haben wir hier am Strand auch gleich schon gefunden. Und das Ganze ist für mich... Neuland. Ja, ich habe es jetzt schon im Intro so ein bisschen angeschnitten. Bislang haben wir immer nur Super Mario Hacks und Mods gespielt. Aber soweit ich mich erinnern kann, noch nie was anderes. Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege. Alter, ich komme noch nicht ganz so klar mit den Controls. Mein Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie Let's Play ist jetzt ja auch schon ein Weilchen her. Findet ihr aber auch zu 100% blind damals. Gerade Tooie war die Hölle da, Alter. Auf meinem Kanal. Und ja, für mich ist das wie gesagt Neuland hier, aber der ein oder andere wird vielleicht schon von Kurkumods gehört haben. Das ist der Hackersteller. Hallo Robin Hood, wie geht's dir so? Er ist sozusagen der Case Emmanuel der Banjo-Kazooie Hacks and Mods. Weil Case ist ja so der King der Super Mario Hacks and Mods und der gute Kurkumods ist der Experte für Banjo-Kazooie. Sind die Türen alle wirklich zu oder kriege ich die auch irgendwie auf? Ach, vielleicht kommen wir durchs Fenster rein. Nee. Weil soweit ich weiß, ja, ich habe ja den Trailer gesehen, kann man hier im Anfangsdorf von The Legend of Zelda The Wind Waker alles erkunden, auch die Räumlichkeiten. Sogar den Briefkasten. Da finden wir den ersten Mumbo-Schädel. Sehr gut. Okay, checken wir vielleicht mal die Türen ab. Es gibt doch Banjo-Kazooie so einen Move, der immer ganz gut war, um was aufzustoßen. Es hat nicht funktioniert. Oh, warte, was war das für ein Jingle? Kann ich jetzt rein? Ach so, oh. Ich kann es einfach aufpicken. Und hier wartet Mumbo auf mich. Dann ist aber auch die Frage, warum hat das denn vorhin... mit meiner Spezialattacke nicht geklappt. Naja, wie dem auch sei, für diejenigen, die Banjo-Kazooie nicht kennen, Mumbo ist derjenige, der immer für Verwandlungen sorgt. Allerdings erst, wenn wir ihm entsprechende Mumbo-Schädel vorbeibringen. Ich gehe mal davon aus, dass wir das erst am Ende schaffen. Oh, okay, er spricht hier von 15. Also meines Wissens gibt es nur 10. Aber ich behalte mal alles im Auge. Jedenfalls ziemlich cool gemacht, dass er jetzt einfach so in einem der Häuser von Legend of Zelda Wind Waker einen Platz gefunden hat. Ich weiß gar nicht, wer da an seiner Stelle war.
im Original. Ich weiß nur, ich will da unbedingt rauf, um an die Noten zu kommen. Aua. Hä, was mache ich denn falsch? Lol. Da war einfach mal ein Mumbeschädel hinter ihm. Und ich habe den nur gefunden, weil ich es immer noch nicht schaffe, hier raufzukommen. Wie geil ist das denn? Ah, so soll das gemacht werden. Okay, ja, Entschuldigung. Ich bin kein Student. Ich krieg das nicht so easy peasy hin. Aber hier ist auch die erste leere Honigwabe. Oh, wie göttlich ist das? Wie göttlich ist das? Was ein schöner Einstand. Ja, es läuft von Anfang an. Auch wenn das jetzt so ein bisschen aus Fails heraus resultiert, soll mir recht sein. Wenn wir die Tür vorne aufbekommen, dann geht das natürlich auch mit der seitlichen. Also lasst uns das Ganze mal abchecken und nach Secrets suchen. Denn soweit ich weiß, gibt es ziemlich viele Easter Eggs auch in diesem Hack. Ist das da oben nicht sogar ein Gameboy? Kann ich das irgendwie... Nee, ich kann nicht in die Ego-Perspektive wechseln, aber vielleicht können wir hier einmal kurz ranzoomen, dann wird man das sehen. Ein gelber Gameboy. Und hier steht Kurkumotz, also er flext so ein bisschen an der Stelle. Kann ich den Krug irgendwie auf... Oh, ja doch! Da war auch eine Note drin. Habe ich jetzt schon bekommen, ohne den Krug zu zerstören. Und hier die goldene Feder, die sieht ebenfalls sehr, sehr sonderbar für mich aus. Ich weiß, das Ganze ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend für Leute, die mit Banjo-Kazooie überhaupt nichts am Hut haben, aber... wohnst du hier? Jetzt nicht mehr. Ja, hallo, gibt eine neue Wohnung zu vermieten. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Das sieht doch eindeutig nach einem Hinweis aus, oder? Okay, Moment mal. Ich weiß auch genau, was das für ein Ort ist. Ich kenne ja The Wind Waker relativ gut. Ist neben Breath of the Wild mein liebstes Zelda. Ich mache da mal eben ein Foto von. Das müsste nämlich der Wald sein, oben auf der Insel. Und vielleicht muss ich genau an der Stelle eine Stampfattacke ausführen, um etwas zu finden. Apropos finden, ja, da unten haben wir tatsächlich goldene Federn. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da jetzt rankommen soll. Ehrlich gesagt, schaffe ich das nicht so recht. Oh, und gerade habe ich von Easter Eggs gesprochen. Guckt euch mal den ganzen Tisch hier an. Da haben wir ein Poster von Banjo-Kazooie. Eine Nintendo Switch ist dort oben. Wenn auch nur das Dock. Die Federn sind nicht so wichtig, die sammle ich jetzt mal nicht alle ein. Videospielmagazine. Auch mit Banjo-Kazooie-Logo drauf. Weitere Note hier in diesem Krug. Und natürlich ein Nintendo GameCube. Sowie ein Röhrenfernseher, auf dem Legend of Zelda The Wind Waker läuft. Ja, guck mal, ein GameCube. Ja, cool, aber ich denke, wir sollten erstmal die Insel erkunden. Da hast du recht. Oh, und es spielt sogar die alte Musik. Wenn auch geremixed, in diesem N64-Style. Alter. The Great Sea. Das ist einer der besten Soundtracks, der jemals released wurde. Ich denke, wir haben hier alle gemeinsam eine Gänsehaut. Oder zumindest hoffe ich das für euch, weil wer diesen Videospiel-Soundtrack nicht fühlt, der hat kein Herz. No joke. Dann haben wir hier noch eine Legend of Zelda The Wind Waker Limited Edition oder Special Edition oder was auch immer das damals war. Nee, Player's Choice war es, glaube ich, das Goldene, oder? Box. Wobei, ich bin mir jetzt nicht sicher. Es gab mehrere Versionen von The Wind Waker. Ich habe sie damals alle nicht besessen, weil ich zu der Zeit kein Zelda-Fan war. Schande über mich, aber ich habe alles nachgeholt. Und The Wind Waker ist wirklich einer meiner Favoriten. Ah, wie geil ist das hier, diese Insel zu erkunden. Präludien war der deutsche Name. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit danach gesucht. Wollte mir nur nichts anmerken lassen. Ich glaube, im Englischen heißt das irgendwie Far Outpost oder so. Und auch hier unten haben wir noch ein paar Noten. Also wir werden viel zu untersuchen haben in dieser Mod. Und ich weiß nicht so recht, warum ich da nicht reinkomme, aber... Okay, dann lassen wir das erstmal. Vielleicht hat es auch mit der Mumbo-Verwandlung zu tun, weil die muss ja auch noch irgendwas hier mit der Mod zu tun haben. Alles klar, dann schauen wir uns erstmal
weiter um. Ich sehe schon, das hier wird das Ziel des Hacks sein, weil das ist ja auch das Gebäude, in dem die Oma von Link wohnt. Und vielleicht bekommen wir da den entscheidenden Hinweis, was mit Link geschehen ist. Was ist denn da? Irgendwas glitzert da. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht erinnern, dass es diesen schwarzen Boden im Original gab. Oh lol, da ist wirklich was! Aber, muss ich zugeben, das habe ich jetzt aber auch wirklich nur gesehen, weil das ein bisschen schlecht verarbeitet war. Irgendwas hat da geglitzert, ihr habt es bestimmt auch erkannt. Ich dachte vielleicht eine Note oder so. Aber es ist tatsächlich eine goldene Feder. Und apropos Glitzern, auch hier im Wasser, in der Tränke, war noch was drin. Ein Mumbo-Schädel, damit hätten wir jetzt schon drei. Ja, wundervoll. Ach so, was ich noch gar nicht angesprochen habe. Es gibt leichte Bugs leider. Also hier bei der Stampfattacke, da seht ihr ja schon, dass da bei der Animation so ein bisschen was schief läuft. Da gibt es leichte Texturfehler. Auch wenn wir ins Wasser fallen sollten, wird es teilweise ein bisschen weird aussehen. Aber ich denke, das lässt sich verkraften. Hier drüben ist noch was. Alter, ich wäre fast runtergefallen. Die Steuerung ist halt wirklich nicht mehr so ganz meins, ne? Und wie hat man das hier nochmal gemacht? Ach, einfach nur springen. Okay. So, dann jumpen wir doch erstmal hier rüber. Das führt... Oh. Komplett lost. Ja, also das ist jetzt ein bisschen nass für mich. Ich kann nicht lange schwimmen, muss ich dir sagen, Kazooie. Kein Problem. Da vorne ist schon der Strand. Sorry für den Fail. So ist das halt. Ich bin mittlerweile diese alten 30 FPS-Games nicht mehr gewohnt und die Steuerung ist halt auch ein bisschen outdated, aber wir haben den ersten Jinjo jetzt hier im zweiten Versuch gefunden. Für alle fünf wird es ein Puzzleteil geben und ich erkläre das jetzt nochmal ganz kurz für diejenigen, die Banjo-Kazooie nicht kennen. Also es ist ein Collectathon, ähnlich wie Donkey Kong 64 und eines der legendärsten N64 und Rare Games. Sollte man gespielt haben oder zumindest schon mal davon gehört haben. Und ja, deswegen werden wir hier einiges zu tun haben, bis wir alles gefunden haben. Ich gehe trotzdem von zwei Parts aus, ja, ich sollte das schaffen. Aua! Außer ich lasse mich von Robin Hood so verprügeln wie gerade eben schon. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt doch schon mal hier rauf. Auch wenn mir gerade aufgefallen ist, dass ich hier hinten noch ein Haus übersehen habe zu untersuchen. Und da gibt es sogar ein besonderes Notentor. Aber andererseits, Moment mal, der Verlauf der Insel war ja ganz anders. Hier ist, glaube ich, nur... Oh, ein Stier. Der bestimmt auch noch etwas verbirgt, oder? Ja, war doch klar, Alter! Hier, mein Gespür! Junge, ich bin mit Donkey Kong 64 aufgewachsen, was willst du mir erzählen? Ich finde doch alles raus. Deswegen ist es auch mein Anspruch, hier alles zu finden. Trotzdem dachte ich gerade, hier würden wir schon raufkommen zum Wald, aber tatsächlich ist das da hinten, daher unbewusst alles richtig gemacht. Checken wir erstmal hier dieses Haus ab. Da gibt es bestimmt auch wieder weitere Secrets. Und was ist das da hier? Okay, auf jeden Fall einen verriegelten Bereich haben wir gefunden. Ah, und hier ist Klassik Unge. Und ein Mumbo-Schädel. Immer in die Ecken gucken bei Banjo-Kazooie, ganz wichtig. Trunker hieß der genau. Hey Trunker, was kannst du uns eigentlich über diese Insel hier erzählen? Also da gibt's ein Geheimnis oben bei den Höhlen. Du wirst es rausfinden, wenn du den großen Stein zerstörst. Ah ja, das klingt nach einem Job für mich, du trockener Typi. So sieht's aus. Oh, habt ihr es gehört? Dieses Pfeifen? Das ist ein Jinjo. Hier ist irgendwo ein Jinjo versteckt. Und dieses Bild, das kommt mir bekannt vor. Ist das nicht aus Link's Awakening? Ist das nicht die Insel? Ich glaube schon. Bin mir aber nicht sicher. Ist der Jinjo im Kochtopf? Irgendwas ist hier, definitiv. Ich kann ihn eindeutig hören, aber ich komme auch nicht unter die Bank. Und genauso wie vorhin kann ich nicht in die Ego-Perspektive wechseln. Aber das könnte natürlich auch hier mit diesem Gitter zu tun haben. Daher schlage ich vor, wir verschieben das auf später und kundschaften die andere Seite von Präludien aus. Ich finde schon mal ganz gut, dass der gute Kokomotz hier nicht so viel verändert hat. Ja, seine eigenen Ideen einfließen lassen, aber er hat zumindest bis jetzt die Insel Präludien nicht maßgeblich verändert, sodass man, wenn man ein bisschen Ahnung von The Wind Waker hat, sich trotzdem zurechtfindet. Hier ist nichts.
Ich wollte schon sagen, wenn auf der anderen Seite was ist, dann doch wohl auch hier. Was ich aber vorhin von oben gesehen habe, ist diese Schatztruhe da auf dem Felsen. Ist das vielleicht mein erstes Puzzleteil? Ach stimmt, wollte ich ja eigentlich erklären. habe ich nicht ganz zu Ende ausgeführt. Also es ist wie gesagt ein Collector von, es gibt 1000 Sachen zu sammeln. Und da war ein Ginger. Und hier ist ein Bomboschädel drin. Kein Puzzleteil. Okay. Ach, ich kann mir schon vorstellen, wie man an den rankommt. Die Puzzleteile sind der wichtigste Gegenstand. Daran wird der Erfolg gemessen. Ja, das sind sozusagen die Powersterne. Wenn man das jetzt mal mit Mario vergleichen möchte. Und die Noten sind die Münzen, kann man sagen. Nur, dass die Noten hier in, oder generell in Banjo-Kazooie. Was war das denn? der hat mir eine Feder abgenommen, der Sack. Ja, dass die Noten hier ein bisschen bedeutender sind als die Münzen in Super Mario. Das sieht man schon allein daran, dass hier oben, ich habe es schon von weitem gesehen, ein Notentor ist. Wir brauchen, sehe ich das richtig, 180? Ich glaube, wir brauchen erstmal 180 Noten, um hier reinzukommen. Dann sollten wir vielleicht mal mehr sammeln, Banjo. Ich muss unbedingt sehen, was da drin ist. Ja, ich auch. Und hier unten haben wir nochmal Noten. Also, ich glaube langsam schon, dass die Mumbo-Verwandlung, die wir ja für 10 Mumbo-Schädel bekommen, irgendwas damit zu tun hat. Ich kann mich nicht mehr an jede Verwandlung aus Banjo-Kazooie erinnern. Aber gab es nicht so einen Mini-Kürbis, durch den man, wie Tiny Kong beispielsweise, durch kleine Passagen durchkonnte? Alter, das Let's Play ist, glaube ich, schon 5 Jahre her, oder? Also gefühlt zumindest. Bin mir leider nicht sicher. Aber hier ist eine ganz besondere Stelle. Das hier ist nämlich der Beginn von The Legend of Zelda The Wind Waker. Da oben wacht Link auf neben seiner Schwester, die da gerade durch das Fernglas guckt. Ja, mittlerweile ist die Schwester ja verschwunden. Kleiner Spoiler für The Wind Waker. Aber gut, hier in der Mod ist auch Link mittlerweile verschwunden und ich frage mich, was das hier Ekliges ist. Ah, okay, hier oben ist auch noch ein Ginger, man hört ihn. Kann ich das... Nein? Okay, ich kann das nicht wegfräsen mit meinem Schnabel. Dann vielleicht hochfliegen, weil wir kriegen die Federn ja nicht ohne Grund. Nicht wahr? Ja gut, dann sollten wir schnurstracks nach oben in den Wald gehen und dort nach Puzzleteilen sowie anderen Secrets suchen. Aber dass ich noch kein einziges Puzzleteil gefunden habe, macht mich schon ein bisschen stutzig. Hier finden wir allerdings noch was, und zwar 3 weitere Noten. Vielleicht haben wir sogar noch was auf der Palme, ich bin mir nicht sicher. Ich habe es nicht genau erkennen können. Aber da ist vielleicht nichts. Ich behalte das mal im Auge. Versuche stattdessen lebend nach oben zu kommen. Das ist gar nicht so einfach, weil die Kamera sich hier häufiger verstellt. Und das sind meine Hassgegner, unter anderem. Was ist denn jetzt passiert? Hä? Okay, ich hatte warum auch immer kurz ein Standbild. Aber ich habe ihn besiegen können, alles gut. Wer kann sich noch da an diese Viecher erinnern? Die auch ein bisschen rumbacken, wenn ich sie besiege. Also Entschuldigung dafür, kann ich leider nicht ändern. Das sind wirklich ätzende Gegner. Da kommt mir direkt der ein oder andere Albtraum an beispielsweise Clankers Cavern in den Sinn. Ja, ein Wahnsinn. Diese Acker, ich glaube, die gab es im Original alle nicht. Ja, also im The Wind Waker Original. Deswegen sind mir die auch gleich aufgefallen. Da finden wir jedes Mal eine goldene Feder. Ich glaube, die kann man, wann man will, aktivieren und ist dann für kurze Zeit unbesiegbar. Also sollten wir mal auf einen richtig starken Gegner treffen, dann werde ich entsprechend handeln. So, jetzt habe ich mir hier erstmal die ganzen Eier geholt und jetzt heißt es wieder zurück. Lol, eins sogar ausgelassen. Naja, passiert. Man kann nicht alles im Blick haben. Und ich kämpfe tatsächlich die ganze Zeit gegen die Steuerung an. Ich hoffe, das fällt euch nicht so auf. Okay. Heilung ist da.
Aber die Bienen sind, glaube ich, nicht ganz so hoch erfreut, dass wir deren Bienenstock jetzt zerstört haben. Also das war wirklich ein Fehler? Und was? Da ist die Donkey Kong-Insel! Was ist das denn bitte für ein episches Easter Egg? Hier kann ich hochspringen übrigens. Wahrscheinlich zu einem weiteren, ja, Mumbo-Schädel, wollte ich gerade sagen. Also was das angeht, läuft's bei uns. Da haben wir jetzt fast schon alle. Außer es gibt wirklich 15, aber nach meinen Infos sollten es 10 sein. Naja, wie auch immer. Schnell über die Brücke. Nee, Quatsch, eben nicht. Also ich glaube, wenn wir hier runterspringen, dann kommen wir zu dem Jinjo. Aber andererseits sollte der Wald früher oder später eine Sackgasse sein. Daher... Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Hä? Auch nicht? Warum kann ich denn die goldenen Federn nicht nutzen? Was war denn das gerade für eine Aktion? Okay, dann versuchen wir es mit Eier schießen. Bringt nichts. Doch. Ja, alles was ich wollte ist dieses Zeug zerstören. Diese Alge oder whatever das sein soll. Eigentlich wollte ich es mit den goldenen Federn machen, weil du bist halt unbesiegbar für einen Moment. Aber es hat irgendwie nicht hingehauen. Weiß nicht, vielleicht wurde der Input zweimal gewertet, obwohl ich das gar nicht gemacht habe. Muss ich das nächste Mal aufpassen. Ja. Zum Glück hörst du immer an dem Sound, dass du irgendwas richtig gemacht hast. Und jetzt erreichen wir den Wald. Dort gab es die ersten Gegner in The Legend of Zelda The Wind Waker. Und man traf Tetra. Jetzt wollen wir, nachdem wir die Noten eingesammelt haben, aber gleich nochmal auf das Foto von eben schauen, weil ich bin mir sehr sicher, die Stelle auf dem Bild ist direkt hier. Vielleicht ist es doch noch nicht hier, denn dieses Gras ist nicht auf dem Bild zu sehen. Der Baumstumpf und die Palme schon, aber eben kein Gras. Und entsprechend ist das hier die richtige Stelle offenbar. Oh, tankt der zwei Hits? Okay, da müssen wir natürlich aufpassen. Oh, es gibt hier an jeder Ecke Noten zu sammeln. Aber wir haben schon mehr als 50% der Noten. Das ist ein Grund zur Freude. So, ich guck gleich nochmal auf das Bild. Oh, warte, warte, warte. Hier geht's sogar noch in den Baumstumpf rein. Sehr geil. Oben drüber. Für weitere Noten. So, und jetzt lass noch mal sehen. Es muss hier halt irgendwo sein, ne? Man sieht hier aber auf dem Bild noch weitere Palmen. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht von sprechen. Nee. Ich glaube, ich gehe doch erstmal durch den ganzen Wald. Denn auch die Stelle stimmt nicht zu 100% mit dem Bild überein. Oder bin ich einfach nur lost? Jedenfalls ist hier dieser große Felsen, von dem Trunker erzählt hat. Den sollen wir ja zerstören. Kazooie hatte gemeint, sie kriegt das hin. Ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen vertrauen darf. Also so geht's schon mal nicht, aber wir haben ja auch noch den Move hier. Und der bringt diesmal was! Türen kann ich damit nicht einschlagen, aber... Ah, da ist nochmal so ein Spinnennetz. Lol. Warte, ich glaube, ich weiß, was da verlangt ist. Wir können ja die Eier auch, wie wir vorhin gesehen haben, auskacken. Und so das Spinnennetz zerbrechen. Sehr gut. Okay. Was haben wir hier drin? Natürlich. Kleine Spinnen. Aber schon kurios, oder? Einen dicken Felsen kann ich mit dem Move zerstören, aber Türen einbrechen nicht. Höchst belastend. Moment mal, ich glaube, das sind gar keine Spinnen, das sind Ameisen, oder? So ein bisschen sehen die nämlich eher aus wie Ameisen. Na, jedenfalls sind's
eklige Krabbelviecher. Nix gegen Ameisen oder so, aber ich hatte auch eher Angst. Naja, wie schaut's denn aus? Kriege ich jetzt endlich mein erstes Puzzleteil? Bestimmt, ne? Hier in der Schatztruhe ist doch safe ein Puzzleteil drin. Alles andere wäre arg enttäuschend. Aber wir wollen nichts übersehen. Oh, Moment mal, was? Nein! Ich brauche Puzzleteile, um hier was Neues freizuschalten. Aber wir haben keine Puzzleteile. Tja, dann Pech gehabt. Ja, und die Truhe? Kann ich die... Ah, doch, okay. Na, endlich. Es hat doch noch hingehauen. Boah, ich dachte schon gerade, wir haben ultimativ verpackt. So, jetzt haben wir ein Puzzleteil. Mach schon Himmel. Oh, sehr gut. Dann werde ich das Rätsel für euch mal lösen und etwas Neues freischalten. Mach das. Wow. Wie geil ist das denn? Da hat sich einfach mal das Fenster geöffnet. Jo, das ist ja richtig geil gemacht. Checken wir gleich ab. Jetzt erstmal hier noch den Krug aufbrechen. Gut. Noch eine Honigwabe. Auf der anderen Seite. Hier hinten. Ah, ich wollte gerade sagen, rechts war eine goldene Feder. Dann haben wir hier doch bestimmt auch noch was. Es ist der 9. Mumbo-Schädel. Leute, die erste Folge läuft gut. Wir haben zuerst ein Puzzleteil, was mich schon etwas erschaudern lässt. Aber alles andere lief halt wirklich supi. Oh, ich wollte gerade sagen, wie komme ich denn hier wieder raus? Was wir in dem Part noch schaffen können, ist das Rätsel mit dem X im Boden. Jetzt bleiben ja nicht mehr viele Optionen übrig. Es kann ja jetzt eigentlich nur noch dieser Ort hier sein. Und lol! Hier ist einfach mal... Ey! Ach, die Geister kann ich nicht killen. Okay, die Geister kann ich nicht killen. Aber wir haben hier tatsächlich noch ein geschenktes Puzzleteil. Oder was heißt geschenkt? Wir haben uns hier hochgearbeitet. Das muss natürlich auch belohnt werden. Sehr geil! Das ist höchst erfreulich. Aber was ist denn jetzt bloß mit diesem einen Rätsel? Habe ich mich vielleicht doch vertan? Habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube, ich werde das Ganze gleich nochmal auskundschaften. Und ein bisschen für euch abkürzen. Okay, ich glaube, ich bin lost, beziehungsweise habe mich an der Stelle nicht so richtig mit der Sache auseinandergesetzt, weil wir hier nur schnell durchgerusht sind. Aber es kann nur hier sein. Ich sehe den Baumstumpf. Ich sehe die Palme. Vor allem der Baumstumpf ist hohl. Das ist der einzige hohle. Und der abgesägte Baumstumpf dort vorne, den gibt es ebenfalls nur an dieser Stelle. Und dem Bild entsprechend ist das X ungefähr hier. Lass mich jetzt nicht im Stich. Ah! Jetzt tut sich was! Wow, als ob sich da das Bild verschiebt! Wie geil ist das denn? Aber Leute, das ist jetzt zu viel. Den Rest checken wir in der nächsten Folge ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Bis zum zweiten Part von Banjo-Kazooie, The Beer Waker.